Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pokémon Schwert. Gerade ein Black Screen. Endlich hatte ich gehofft, dass jetzt die Musik weitergeht, aber anscheinend Schwarz ja nicht. Bildschirm. Los geht's. Ah, jetzt geht's weiter. Jetzt mal wieder meinen Ständer richtig hinpacken. So. Was? Ich hab was Tolles gesehen. Ja, wo Mikro dran hängt. Oh. Tolles gesehen. Was hast du Neues gesehen? Weiß ich nicht. Oh. Ja? Ich habe gesehen, ich kriege ein weiteres Geschenk. Ah, okay. Aber ich muss gucken, wie ich das kriege. Suche nach Geschenk. Durchsucht er jetzt das ganze Internet? Weiß nicht. Warte, ich habe hier gerade, glaube ich, die Seite gefunden, wo man sich findet. Ah. Oh wow, also es gibt's ist nur ein Video. Ein verstecktes geheimes Pokémon, und was sie dir das. Bin ich eindeutig falsch, wo ich jetzt bin. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen. Wir drehen uns erstmal. Bam. Yeah. So, hallo Mensch. Wenn du dich auf deine Reise verirrst, wird einfach ein Blick auf die Karte. Ja, das weiß ich. Ja, auf dem Land geht es recht ruhig zu. Die Großstadt dagegen wird dich umhauen. Oh, ich werde geschlagen. Dicker Typ. Ein Schaf. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor. Auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach, ja, das war ein schönes Schild. Na, jetzt haben sie dich ja hingestellt. Was zur Hölle? Das war ein schönes Schild. Hallo. Ah, das ist ein Supermarkt? Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Was möchtest du tun? Etwas kaufen? Kaufen wir was? Wollen wir was kaufen? Oh, hier gibt's schon Beleber. Alles verkaufen. Wir haben doch noch gar nichts zum Verkaufen. Was sollen wir denn hier verkaufen? Okay. Wir brauchen doch alles. Abenteuerfibel. Hallo. Hallo, Mister. Eigentlich wollte ich mit dir reden. Hallo. Einfach Kann fantastisch. Mit reden? Ja. Einfach fantastisch, wie sich der Landschaft. Wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Ist nicht im Zug. Ja, weil der Zug sich bewegt, deswegen. Ja, aber der sitzt ja nicht im Zug. Sanja hat den Pokédex auf dein Smartphone installiert. Stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen so einen wilden Pokémon überall fliegen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus, du kannst sie also gar nicht verfehlen. Ja, wir werden den eh fertig machen. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach Snow. Der wird einfach nur komplett fertig gemacht. Wir hauen ihn einfach. Und nehmen ihn alle seine Pokémon weg, denn wir sind Team Rocket. Nein. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Snow? Nein, eigentlich nicht. Na dann muss ich dir ja nichts mehr erklären. Guck mal, da gibt's Trinken. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen.
Gute Idee, dankeschön. Snow, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Alles klaro. Komm ich erstmal um. Da gibt's. Trinken. Guck mal, welches Pokémon da hinten steht. Das ist das, was du so süß findest. Nein, das ist nicht. Die Pokémon können zwar gefährlich sein, aber nur so lange, bis du sie fängst. Ich glaube, das ist die. Die haben hier ein anderes Aussehen. In den richtigen Händen hat jedes von ihnen das Potenzial, ein zuverlässiger Partner zu werden. Nein. Dann sie. Und bin dein Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf es sein? Das sieht doch aus wie ein Schaf. Nee, will nicht mit dir reden. Komm, okay, komm gerne wieder vorbei. Nee. Keine Ahnung, was es ist. Wo wären wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst. Und das sogar kostenlos. Nichts ist kostenlos. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Gratis. Dank. Er hat auch keine Pokébälle. Was soll das? Hast du gerade gesehen, wie viel Geld wir haben? Wir haben 400 Pokédollar vom Kampf gekriegt. Und unsere Mutter hat uns etwas Trinkgeld gegeben. Ja. 31.400. Oh. Das ist unser Taschengeld gewesen. Ja. Ja, ich was würde wir gerne über die Jahre Pokémon angespart haben. Nee, das hat uns unsere Mutter in die Hand gedrückt. Guck, wir haben Wolli schon im Team jetzt. Ach, Mauzi hast du auch schon drin. Das ist das Pokémon, das wir geschenkt bekommen haben. Auch ich rede jetzt aber nicht mit jedem. Bock mit jedem hier zu reden. Das. Der Wolli. Aber vielleicht geben die Wolli, Gratis-Sachen. Lese ich jetzt aber nicht jeden vor. Dein Pokéball! Wo ist ein Pokéball? Auf der rechten Seite. Oh. Da, linke. Links Ah, guck links mal, den habe ich gar nicht gesehen. Ecke. Den habe ich gar nicht gesehen. Poke-Puppe! Und die Blumen kannst du, glaube ich, auch antatschen. Hören Sie, hier kann man keine Gegenstände antatschen. Nein. Oder? Okay. Hallo! Ja, die haben. Kannst du in den Supermarkt gehen? Vielleicht gibt es da coole Klamotten. Hallo! Oh, hier kann man Bären kaufen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, wir gehen mal in den Klamottenladen. Ja. Hallo. Bin gespannt. Vielleicht gibt es richtig geile Klamotten für dich. Ja, hier gibt es nur Modenshow mit Snow. Hallo. Wow. Oh, das sieht cool aus. Sieht man ja gar nicht. Guck mal, das Ding gefällt mir auf jeden Fall. Guck mal, die Kapuze hier gefällt mir auf jeden Fall. Die sieht ja schon mal nice aus. Aber kostet halt auch gleich 2000, ey. Aber die kaufen wir uns jetzt. Ein bisschen Geld können wir ausgeben. Du weißt, mit Kleid. Ja, wir gucken mal gleich wegen Kleid. Keine Items vorhanden. Hier gibt's kein Kleid. Wow. Löchelsocken? Kurze Socken? Ich brauche erstmal andere Löchelsocken? Schuhe. Dafür. Guck mal, die sieht man gar nicht durch unsere dicken Schuhe. Oh. Der Rucksack ist eindeutig. Anderer Rucksack. Die haben halt hier, glaube ich, nur die gleichen Sachen. Und Schuhe brauchen wir auch nicht. Nö. Ich glaube, das ist so. Die Marke. Bestimmt gibt. Ich glaube, in den anderen Städten gibt es auch andere Marken. Ja, das kann sein. Die haben ja jetzt gesagt. Ja, genau. Die haben ja jetzt gesagt, dass. Was haben die jetzt gesagt? Die haben ja gesagt, in jedem Laden gibt es andere Klamotten. Die haben hier wahrscheinlich einfach nur keine Kleider. Hallo, Omi. Ja, hallo, andere Omi. Das ist halt ein Dorf. Hier gibt's nichts. Oh. Sag mal, oh, Snow. Hi, Outdoor. Outdoor! Für einen echten Trainer ist die Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena-Challenge, Fragezeichen. Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist? Ah! Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Er ist einfach getriggert. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen und sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Deleon könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer.
Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena Challenge teilnehmen, oder? Dann können wir uns beide gegenseitig anspornen wie echte Rivalen. Die einfach immer darauf rumhackt, dass wir Rivalen sind. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Ich vergesse es nicht. Vergiss es du auch nicht. Das sieht aus wie eine Tür, die man reinkommt. Meine Rivale ist gestorben. Erstmal plus 10 Punkte. Hallo, Opi. Zwischen Sanya und Delion herrscht früher einmal eine gute Rivalität. Hallo, Omi. Delion liebt Pokémon über alles. Achso, ich habe ja gesagt, ich lese jetzt nicht mehr alles vor. Okay. Übungskämpfe, sonst habe ich ja morgen keine Stimme mehr. Guck mal, kann man hier irgendwas klauen? Ich mache jetzt den Fernseher an. Man kann den Fernseher anmachen. Der Opi darf jetzt Fernsehen gucken. Zwing ihn dazu. Schöner Stromverbrauch. Tschüss! Ja. Guck mal, ein Mann mit Wolli. Ich wollte eigentlich mit dem alten Mann reden, Wolli. Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Ah ja. Lektion Nummer 1 für Pokémon Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Lektion Nummer 2 für Pokémon Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinen eigenen Typen entspricht, steigert das ihre Stärke. Ah, okay, komisch. Das Haus der Professorin erkennt man an... Auch von Weitem an seinem violetten Dach. Boah, hat die eine dicke Villa. Guck mal da hinten, Björn. Siehst du das? Was für ein Stalkerhaus. Ja. Ist es denn also so eine so ein Professor Eich-Typen? Ja, scheint so. Hey! Was willst du? Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich es dir. Falls nicht, erkläre ich's dir! Hahaha! Dilio quetscht sich einfach rein. Ja, wer ein Pokédex. Aus nichts! Wo kam der her? Der kam aus dem Gebüsch gesprungen. Wer ein Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Ja. Der kam einfach aus dem Gebüsch. Delion? Er hat einfach wirklich einen Peilsender in unsere Pokémon-Bälle gesteckt, ey. Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen? Gute Arbeit, Snow. Ja, ja, der ist voll der Stalker. Die Pokebälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Ich hab dir ein paar Pokebälle. Versprich mir, dass die fleißig Pokémon fangen. Hat sie das? Ich glaube ja. Sie hat gesagt, hier ein bisschen Trinkgeld. Trinkgeld, ich meine natürlich ein bisschen Taschengeld. Und andere nützliche Sachen, wie zum Beispiel Tränke und weiteres. Oh Gott, laut! Schreit rum? Hören Sie? Achso, nein, ich schreie nicht rum. Hallo, Feenwolf! Ah. Und hi, Jens. Oder wie man das ausspricht. Warum hast du das vor mir gehört? Danke für dein Abo. Im 11. Monat. Nice. Ach, ich müsste auch mal gucken, ob ich wieder kann. Oh Gott, noch lauter, es wird laut. Warten wir jetzt ein Sekündchen, bis es vorbei ist. Oh, jetzt muss ich aber kurz was gucken gehen. Und hi Ingo. So. Es ist nicht mehr so laut. Ist nicht mehr so laut. Und bei dir hört man Werbung. Werbung? Oh. Ah, lol. Hier, bam. Ah. Das wollte ich jetzt noch machen. Hier in der Gegend kommen die Pokémon, nice. Ja, und, praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. 20 Pokébälle! Halleluja! Verstaust sie in der Pokéballtasche. Nice, 20 Stück gleich. Hm. Wenn ihr einen Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich einen Ohrwurm wegen dir. Nee, wegen mir selbst. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eures Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welches Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Ich finde es gut, dass das mir auf jeden Fall nicht mehr erklärt, wie man Pokémon fängt, weil ich schon Pokémon gefangen habe. Wartet's nur ab, ich werde in 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben.
Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Okay. Tschüss. Ah, ja. Pokémon. Oh, was bist du? Los geht's. Da ist eins. Ah, das Pokémon kenne ich. Ein Samurzel. Eine Eichel. Los, mach es fertig, Whisky. Au! Was soll das? Ein Volltreffer auch noch. Nein! Das war gerade sehr effektiv. Du willst das fangen? Achso. Doch. Los, Whisky, Volltreffer. Whisky, du stirbst gleich. Dann wechsel es aus. Auch nicht. Nein, nicht nochmal Absorber. Whisky, du musst das überleben. War knapp. Geht doch. Los. Los! Ich glaube, Klammergriff sollte man dann zum Anfang der Runde einsetzen, glaube ich. Ja, ist glaube ich auch eine bessere Idee. So, und jetzt fangen wir das Vieh mal. Los, ja, hier geht's! Ist ja wie so ein Dot. Halb im Ball. Ding, wir haben's. Für Samurzel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Zeigt es sich regungslos, kann man es nicht von echten Nüssen unterscheiden. Es überrascht Lebende gern. Liebend gern Pokémon, die es aufpicken wollen. Müsste Samurzel einen Spitznamen geben? Nö. Ah, ja. Wollen dieses Pokémon fangen? Da sind Eichhörnchen? Ja. Ach so. Oh, wir hätten Whisky vielleicht erstmal heilen sollen. Mach es fertig! Ja. Kann man gut. Ach so. Aber. Ah, Whisky lebt noch. Tauschen wir es mal ein. Whisky, komm zurück, bevor du abkratzt. Los, Wolli! Hast du gut gemacht. Tap, tap, tap. Tackle! Nein, kein Silberblick. Oh nein. Hat uns schief angeguckt. Überrolle es, Wolli. Böser Blick. Nochmal. Wolltest du den nicht einfangen? Ja, aber der ist noch nicht im roten Bereich. Achso, es geht nur, wenn es im roten Bereich ist. Es geht auch schon im gelben bei den Eier, zumindest bei den einfachen Pokémon, aber wenn wir schon dabei sind, die fertig zu machen, können wir sie auch fast sterben lassen. Wow. Das hat sich sogar noch befreit, ey. Es ist tauschen. Hat es das denn geschafft? Das war ein 1A-Mama-Pokéball. Bleib drinne. Was zur Hölle? Nochmal? Als ob. Willst du mich veräppeln? Das ist. Friss den Pokéball! Fang es.
Bleibst du jetzt gefälligst drin? Nein! Es will nicht. Wolli ist auch gleich tot, wenn das so weitergeht. Jetzt bleib doch drin! Ich krieg Aggression! Als ob, es will einfach nicht. Wolli ist tot! Wolli ist einfach tot! Nein, Wolli! Nein! Wir fangen das Spiel jetzt. Hier, los, Mauzi! Los, Miezekatz! Nicht, dass er den jetzt tötet. Ja, deswegen. Ich kann jetzt leider keine Attacke mehr einsetzen. Das sind bestimmt die ja! Pokebälle, die der Typ dir gegeben hat. Das sind Fake. Das war der Mama-Ball. Ja, genau. Mauzi hat einfach ein Level abbekommen. Ein Mikro wurde ein Eintrag im Podex angelegt. Es ist von Natur aus sehr mutig und fordert daher jeden noch so starken Feind heraus. Selbst wenn es den kürzeren zieht, dient seinem Training. Nein. Oder? Sollen wir dem Spitznamen gehen? Nein. Nein. Müssen wir erstmal das ganze Team heilen, den, ey.